Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde von Mittlerweile Mord der Schatten. Ich habe mich doch entschieden, ein bisschen wieder was aufzunehmen, auch wenn ich letzte Folge gesagt habe, dass ich es nicht mehr machen werde, weil es ja ein bisschen verpackt ist mit der Maus, aber ich habe mich entschlossen, wieder den Controller anzustecken und dann funktioniert das auch alles wieder. Gut, ja, wir haben... Eigentlich wollte ich ja jetzt ein paar Machtkämpfe machen, weil wir müssen ja ein paar Häuptlinge brandmarken und dadurch, ja... müssen wir halt eben, ja, Häuptlinge brandmarken, von dem her müssen wir auch ein paar Hauptmänner brandmarken, logischerweise. Ja, da ich aber gleich hier bin und hier gleich eine Quest ist, nämlich die Jagdkumpane-Quest, habe ich mir gedacht, machen wir einfach gleich die. Die ist nämlich auch ganz spannend. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, sogar, also haben wir einen Karagor gejagt, beziehungsweise ihn gezähmt, was wir euch schon wissen, nur können wir jetzt auch während des Kampfes zähmen und müssen uns nicht von oben auf ihn herabstürzen. Und wir brauchen das natürlich für später, für eine Graugjagd. Jetzt bin ich da natürlich gespannt, wie das Ganze hier jetzt abläuft. Was man jetzt so Neues lernt, ne? Jagdkumpanen, Torwin wird dir noch viel mehr über die beste Jagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Graug zu stellen. Ja, das hoffe ich natürlich. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Graug hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Ach ja, ich mag den Zwerg, der ist lustig. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Graug? Du willst Graugs jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Graug erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Graug zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Graugs nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graugferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Haben wir schon mal ausprobiert, ne? Hat dir nicht funktioniert. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. So, halte dich für dich an den Graug unaufmerksam heranzuschleichen und drücke die linke Maus aus, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Graug massiven Schaden zu und lockt natürlich Cargo an. Okay. So. So, dann. Einmal rein da! So, gehörnter Graug. So, dann sehen wir uns das mal an. Ja, sorry, dass jetzt mit dem Kampf jetzt, aber trotzdem. Gehörnter Graug. Gehörnte Graug sind selten und können über 20 Fuß groß werden. Nur wenige von ihnen leben noch in freier Wildbahn und noch weniger sind die Mörder anzutreffen. Aufgrund ihrer Größe, ihrer schieren Kraft und Wildheit sind sie vor allen anderen Bisterien im Morde gefürchtet. Einen dieser Riesen zur Strecke zu bringen, wenn überhaupt möglich, erfordert einen erheblichen Aufwand. Denn sie sind außerordentlich zäh und widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Waffen. Diese Graugs sind mächtig genug, um in Mordors feuchten und stinkenden Höhlen zu hausen und diese volle Grausamkeit bis aufs Äußerste zu verteidigen. Ja, schön. Weiter Schritt! Das Blut lockt Karagor an!
spring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nur so schnell wie der Grau. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Ritt. Und wie springe ich auf den auf? Achso, besteige einen Karagor. Der Karagor bin ich zu langsam. Ja, dann einfach auf den drauf, ne? Ich hoffe, der Kauf kann uns nicht runterschlagen, ne? Ich lege ihn mit meiner charmanten Kraft ab und du, Jungchen, schießt ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Ja, okay. Aufsetzen, Jungchen! Ah, da muss ich hin, okay. Na gut. Wo ist er denn? Du! Ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Bart reicht. Und jetzt? Schieß ihm in den Kopf! Oh, schön. Okay, dann noch ein paar Mal. Nochmal. Nochmal. Ah, ja. Ah, so macht er das. Was soll ich jetzt machen? Was ist Schritt 4? Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Ja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Okay, du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Krauk aufzusteigen. Nähere dich dem betäubten Krauk und drücke die linke Steuerungstaste, um auf ihn aufzusteigen. Du kannst auch die linke Steuerungstaste drücken, um einen betäubten Krauk von oben zu besteigen. Ja, jetzt sitze ich wieder auf dem Cargo. Das war jetzt nicht so praktisch. Ich habe eine Idee. Und los geht's. Natürlich kann ich das. Ich kann das. Ja, scheiße, ich weiß nicht, was RB ist. auf meiner Statur ist es so blöd. Ja, jetzt wird's ungemütlich. So, was war RB jetzt? Gut, zur Not. RB, ich weiß nicht, F. Was ist Schritt 4? Es gibt keinen Mist. Es sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Sorry für den Fehler, aber ja. Denk selbstständig. Ja, das kennen wir jetzt schon. Ich habe eine Idee. So. Natürlich kann ich das. Immerhin habe ich Geistkräfte, ne? Oh. Falsche Taste. Ah ja, gut, RB ist die Steuerungstaste. Ah ja. Und der gehört mir. Das will ich einen Jäger. Ach du Scheiße. So, Krauk können Feinde in der Umgebung angreifen, sie können außerdem Urus greifen und essen, um Gesundheit zu regenerieren. Ja, die kann ich im Prinzip alle umlaufen, ne? So, dann. Lecker, verspeise 3 Blut. Sollte ich hier bekommen. Oh, jetzt wird's ein bisschen viel hier. Weg mit euch. So, und komm, Grau, mach sie alle fertig. So, ist noch eine. Dann haben wir auch das Zusatzziel erreicht. So, und da ist noch einer. Verpiss dich. Was ist das? Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Steuerung Shift und E, um einen Reiter zu töten. Na dann. Wäre ja ganz geil gewesen. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid.
Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Alter Schwede, das war ja... Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Du kannst gehen. Waren sicher nur Ratten. Was ist los? Aua. Aua. Na komm her. Falsche Richtung. So nach Blut dürstet wie mich. Na, willst du nicht, oder? Das ist kein Bock. Das sind doch ein paar Leute von mir. Ah, wenn es so nichts wird. Aua. Aua. Naja, dann einfach noch ein Teil rein. Und dann. Waldläufer, du musst mir helfen. Mein Bruder verfluchte den dunklen Herrscher. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. Okay. Hätte er natürlich nicht tun sollen, weil, ja, das kann man schlecht machen, ne? Na gut, dann. Alter, nimm die Pflanze. Da sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Mal. Da ist noch einer, yay. Blog. Den werde ich mir noch holen, da brauche ich aber noch Infos. Da vorne gibt es sogar welche. Hey du! So, Informationen sammeln über den Blork, der steht hier hinten. Ja, der hat eh Macht 19, also ist nicht so tragisch. So, was kann durch Kampfstöße verwundet werden? Alles andere sollten wir eher nicht machen. So. Au! Oh. Cargo. Schleichtötungen sind nicht so gut, ne? Oh! Ja, mach ich das. Da ist der Blork, ne? Nein! Psst. Wartet mal! Lass das! Da bist du ja! Hierauf habe ich schon gewartet! Ja, das Lustige ist ja irgendwie... Na komm! Der hat nämlich richtig geile Waffen, kommt mir vor. Aua! So, einmal noch. Und dann noch schnell den Bogenschützen da oben erledigen. Aua. War keine gute Idee. So, Brandmarken. So, komm. Lass mich in Ruhe, ne? Oh, der gehört auch mir. Sehr schön. Haltet euch für einen Graukampf bereit. Das ist auch einer? Nee. Der stinkende Feigling ist weggerannt. So. Ein Grauk erledige ich mal schnell. Na, was ist los? Na, die Krauks, ne, die sind... Na, die muss ich jetzt nicht unbedingt alle besiegen. Ah, diese Karagor. Nicht Krauks, sondern Karagor. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Einen Machtkampf wollte ich eigentlich jetzt eigentlich mal machen, ne? Ich mach mal die Sklavenmission hier noch, die ist ja ganz. Ich glaube, die ist ganz gemütlich. Der Hauptmann! Alfirin, das immer treu, das Alfirin ist eine bemerkenswerte, widerstandsfähige Pflanze mit einem Lebenszyklus, der das ganze Jahr über andauert. Die Blüten sind von einer glänzenden goldgelben Farbe und glockenförmig. Sie verfärben sich während des gesamten Lebenszyklus nie und verlieren auch nie ein Blütenblatt. Der Nektar der Alfirin ist eine Köstlichkeit und soll Bienen selbst über viele Meilen Entfernung anlocken. Elben und Hobbits schätzen ihn besonders, da aus ihm ein samtiger und wohlschmeckender Sirup hergestellt werden kann.
der Entschlossenheit und gute Gesundheit bringt. Einige sehen vom Verzehr des Sirups ab und wenden ihn lieber als Medizin an, um die Wundheilung zu beschleunigen und Vernarbungen vorzubeugen. Naja, wieso eigentlich auch nicht, ne? Kann man ja mal machen.